Wie würdest du dich selbst mit drei Worten beschreiben? Humorvoll, ehrgeizig, entspannt. Wie schaffst du es schon so früh morgens immer so gute Laune zu haben? Das frage ich mich auch manchmal. Aber eigentlich ist es so die Motivation, die mich jedes Mal hier hintreibt. Und ich bin wirklich, ich freue mich echt auf die Dinge, die so passieren. Und weil jeder Tag wirklich anders ist. Was machst du als erstes, wenn die Sendung um 10 Uhr zu Ende ist? Ich gehe auf jeden Fall erstmal zum Bäcker, weil ich das dann unbedingt brauche. Ich habe da bis dahin noch nicht gefrühstückt wirklich. Und deswegen zwischen 4 und 6, beziehungsweise 4 und 10, habe ich noch nichts gegessen. Und dann um 10 gehe ich erstmal raus zum Bäcker. Dein aktuelles Lieblingslied aus dem besten Mix bei Radio Essen. Schwere Entscheidung, aber ich finde Hypnotized von Purple Disco Machine ganz cool, weil das irgendwie auch so ein 80er-Sound ist und aber ganz modern. Wo würdest du arbeiten, wenn du kein Radiomoderator geworden wärst? Ich glaube, hier bei der Zeitung, da habe ich auch ein Praktikum gemacht nach dem Abi und ich glaube, ich wäre da hängen geblieben. Vielleicht hätte ich mich aber auch für die Polizei entschieden, ich bin mir nicht so ganz sicher. Deine drei Lieblingsorte in Essen. Die Margaretenhöhe als meine Heimat, das Hardenbergufer am Baldeneysee, da kann man super spazieren, und die Schurenbachhalde in Altenessen, toller Ausblick auf die ganze Stadt. Wenn du eine Farbe wärst, welche wäre das und warum? Ich wäre gelb, wie man hier vielleicht schon erkennen kann. Ich finde, das ist eine sehr fröhliche Farbe, die mir persönlich gute Laune macht. Und ich hoffe, ich kann das so ein bisschen auch nach außen geben. Was ist dir wichtiger, ehrlich oder nett sein? Eigentlich beides. Also ich kann mich da schwer entscheiden, weil ehrlich zu sein schon sehr wichtig ist, genauso wie nett zu sein. Ehrlich nett wäre es vielleicht oder nett ehrlich, wie auch immer. Also beides eigentlich definitiv. Welche Jahreszeit wärst du? Sommer oder Winter? Ganz klar Sommer. Also ich mag den Winter auch, weil das irgendwie cool ist, aber ich bin so ein Sommertyp, ich möchte draußen sein, ich möchte, weiß nicht, das schöne Wetter genießen und dementsprechend freue ich mich jedes Mal, wenn der Sommer kommt. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Auf jeden Fall schlesische Gurkenhappen. Die habe ich neu für mich entdeckt. Die sind aber super lecker. Die habe ich früher auch immer bei Oma bekommen. Mag ich total. Genauso wie Vanillesoße. Vanillesoße geht zu allem. Das ist ein kleiner Tipp. Außer jetzt zu schlesischen Gurkenhappen, das würde ich nicht kombinieren. Aber Vanillesoße kann man zu allem Süßen essen. Das ist super lecker. Was ist deine schlimmste Angewohnheit? Also, meine Freundin würde jetzt 10 Gründe nennen, oder 10 Angewohnheiten nennen. Ich würde sagen, ich lasse vieles irgendwo liegen immer. Mein ganzer Werkzeugkoffer ist leer. Also hier eine Zange, die liegt dann mal da. Dann liegt der Schraubenzieher mal auf dem Boden oder so. Also ich lasse wirklich überall alles liegen. Über welches Kompliment in deinem Leben hast du dich am meisten gefreut? Also ich freue mich immer, wenn jemand sagt, dich habe ich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Das ist immer, finde ich, ein schönes Kompliment, weil das ja heißt, dass ich immer gut gelaunt bin und auch irgendwie das so ein bisschen ausstrahle. Und das freut mich, weil ich eigentlich auch, muss man sagen, immer gut gelaunt bin. Es bringt mich selten was aus dem Konzept. Was bringt dich zum Lachen? Eine ganze Menge. Vor allen Dingen Situationskomik. Aber auch trockener Humor, also aber auch derber Humor, es hängt immer so ein bisschen von der Situation drumherum ab. Aber eigentlich kann ich über vieles lachen. Manchmal auch über meine Tollpatschigkeit. Ganz ehrlich, Sportfreak oder Couchpotato? Ja, also ja, eigentlich würde ich jetzt Sportfreak sagen, muss ich eigentlich auch sagen, weil ich auch sehr gerne Fußball spiele und sowas alles. Aber ich liebe es auch auf der Couch einfach mal nichts zu tun und zu pennen oder so. Wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest, welches wäre das? Ich glaube, ganz ehrlich, Bananen, weil Bananen einfach immer gehen. Die schmecken lecker, die stopfen, wie man so schön sagt, und sind gesund, sagt man ja. Was ist wichtiger, gesund oder lecker? Lecker, definitiv. Es muss schmecken. Also das Leben ist einfach zu kurz, um nur auf Gesundheit zu achten. Also klar, sollte man schon, aber es soll halt auch schmecken und man soll Spaß daran haben. Wobei ich mir sagen lassen habe, dass auch beides geht, gesund und lecker, müsste ich mal ausprobieren. Wenn du ein Wochentag sein könntest, welcher wärst du und warum? Also auf keinen Fall Montag, weil den Montag alle hassen. Eher so ein Freitag. Also ich bin halt auch eher so ein Typ, der sich auf viele Dinge freut. Am Freitag freut man sich aufs Wochenende und man hat schon eher gute Laune. Ich glaube, ich wäre so ein Freitag. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Ich
also wenn ich wirklich zu Hause bin und mir langweilig ist, dann entweder irgendwie Fernsehen, aber meistens schnappe ich mir mein Handy und gucke irgendwelche YouTube-Videos oder so, wenn ich wirklich Zeit habe. Ansonsten gerne Fußball spielen oder draußen sein, egal was so draußen dann passiert. Kaffee, ja oder nein? Nein, auf gar keinen Fall. Ich mag überhaupt keinen Kaffee und wenn auch irgendwo nur eine Note Kaffee drin ist, finde ich das schon sofort eklig. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so. Dafür lieber ein Kakao oder sowas, aber bloß kein Kaffee. Zum Schluss, wenn du eine Regel aufstellen könntest, an die sich alle Menschen halten müssten, welche Regel wäre das? Also seid fair zueinander, das wäre glaube ich so die wichtigste Regel und wer die bricht, der muss sofort eingesperrt werden oder so. Also nein, ich finde schon, dass man ja unterschiedlicher Meinung sein darf, darüber auch sprechen sollte, aber nie beleidigend oder sowas. Also sollte immer fair sein, das fänd ich ganz wichtig.